So, Ton läuft, Kamera. Ja. Lena, Take 4. Es ist viel passiert. Heute ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tag. Auf Lisea! Cheers. 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 Cheers! Okay, Moment, Leute, so weit sind wir natürlich noch nicht. Bis dahin war es ein sehr langer Weg. Eine Kollektion dauert sehr lang. Es kam ja alles anders. Erst wurde ich schwanger und dann kam Corona. Letzte Woche, 7. Monat. So, jetzt ist es endlich soweit. Die Kampagne ist gelauncht. Lena, richtig krass. Ich sitze hier gerade vorm Laptop, guck mir die Zahlen an. Ist doch geil. Ich glaube, es wird gut. Es war gut. Es hat mega gut funktioniert. Escape the Ordinary ist gefühlt schon 100 Jahre her. Seitdem ist schon wieder so viel passiert. Und ich glaube, ich lasse die Bombe jetzt gleich mal am Anfang platzen. Ja, ich hatte Corona und mir ging es tatsächlich richtig schlecht. Und das dann hat halt einfach draufgehalten und wir haben ein bisschen mitgefilmt in der Zeit. Beim letzten Mal, als ich einen Test gemacht hatte und zwei Striche hatte, war das aber eine gute Nachricht. Diesmal ist es eine schlechte, nämlich ein positiver Corona-Test. Wir haben nach einer Woche, nachdem deine Family hier war, die positiv sind. Die positiv waren? Die positiv waren, haben wir einen Test gemacht nach einer Woche und waren beide negativ, also einen richtigen PCR-Test. Nach der Quarantäne, als wir das negative Ergebnis hatten, war ich für Silvester einmal nur einkaufen. Lebensmittel, das war das Einzige, was ich gemacht habe. Eigentlich müsste ich mich jetzt in einen anderen Raum bewegen, aber das, also ich meine, wir haben jetzt... Wir haben die letzten drei Wochen jeden Tag miteinander verbracht. Das bringt jetzt auch nichts. Oh, da gibt es ja noch eine zweite Perspektive. Ich habe mich Gott sei Dank nicht infiziert. Das Einzige, was sich extrem geändert hat, Lena war natürlich total fertig und ich musste alle Nachtschichten übernehmen. Also ich musste jede Nacht raus und die Kleine füttern quasi. Das hat schon ganz schön geschlaucht. Natürlich nicht annähernd so wie für Lena, weil die war natürlich total platt. Also man hat schon echt gemerkt, dass sie da mit zu kämpfen hat. Einen Monat zu Hause eingesperrt sein, ist schon echt hart. Also ich hatte gar nicht Schiss für mich, aber ich hatte Angst, meine Tochter anzustecken. Also das sind natürlich auch, aber natürlich viel mehr hatte ich Angst, dass ich mein Baby anstecken kann und irgendwas passiert, weil wir haben die ganze Zeit in einem Bett zusammengelegen. Ich habe sie geküsst, ich habe sie gekuschelt so und ich weiß nicht, man selber denkt sich ja, okay, man selbst kriegt das irgendwie schon hin, aber was ist mit einem kleinen Kind so? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie mein Baby anstecken. Ja, auf jeden Fall ist heute auch der Tag, wo ich spätestens selber zum Arzt gegangen wäre. Gestern war es ja noch so ein bisschen aufgrund von Bauchgefühl, dass wir diesen Schnelltest gemacht haben. Und heute über Nacht sind dann auch so die ersten Grippesymptome bei mir angekommen. Also so ein bisschen erhöhte Temperatur und vielleicht hört man das an meiner Stimme. Ich bin so ein bisschen nasal. So hier oben ist irgendwie gefühlt alles zu, ein bisschen Halsschmerzen, Ohrenschmerzen. Ich habe das ja nie kommuniziert, dass ich mich angesteckt habe. Ich hatte Angst, dass die Leute denken, dass ich unvorsichtig war. Ich habe mich so geärgert. Ich habe zu Dustin immer die ganze Zeit gesagt, hey, komm, wir schaffen das. Wir müssen das schaffen, dass wir uns nicht anstecken. Und dann stecke ich mich an in einer Zeit, wo ich mich irgendwie gar nicht anstecken könnte, weil wir eh die ganze Zeit in Quarantäne waren. Das ist so verrückt. Ich kann es mir einfach nicht erklären, wo ich mich angesteckt haben könnte. So, jetzt gibt es eine Vitamindosis. Tatsächlich ist es in den letzten Tagen nicht besser geworden, sondern eher ein bisschen schlechter. Und habe ich einen Freund gefragt, der Arzt ist, der mit einem großen Vitaminpaket hier angekommen ist. Und jetzt gibt es das erstmal in Intus und ich hoffe, dass es dann vielleicht morgen besser wird. Das Schlimmste war für mich, ehrlich gesagt, ich wollte Zeit mit meiner Tochter verbringen und wollte mich um sie kümmern, aber konnte nicht. Und ich hatte permanent so ein schlechtes Gewissen.
dass ich halt als Mutter für sie nicht da sein kann. Das war für mich eigentlich das Schlimmste. Bei einer Grippe ist es so, okay, da weiß ich irgendwie so nach einer Woche, dann merke ich, es geht einem irgendwie jeden Tag ein Stückchen besser. Und als ich Corona hatte, ging es mir einfach jeden Tag ein Stückchen schlechter. Also, wir sind auf dem Weg zum Arzt. 10 Tage Quarantäne. Jetzt hinter uns. Ich war 10 Tage nicht draußen, fühlt sich gerade an wie ein mega krasser Ausflug, zum Arzt zu fahren. Das erste Mal wieder Mascara auf meine Augen gemacht. Aber trotzdem sind sie so klein. Ich bin so krass müde. Ehrlich gesagt geht es mir schlechter jetzt als vor 10 Tagen, wo ich zum Arzt gefahren bin und den positiven Test bekommen habe. Und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass das in naher Zukunft besser sein wird, weil ich einfach nur müde bin und kaputt bin und den ganzen Tag schlafen könnte. Eigentlich hätten wir diese Woche die Leger Ecom-Bilder machen müssen. Heute wäre das Shooting gewesen. Das haben wir verschoben auf nächste Woche. Dann haben wir die Show-Fittings, die Leger-Show-Fittings. Dann haben wir den Dreh für Germany's Next Topmodel für die Leger-Show, wo ich quasi ein Mädchen auswähle, die am Sonntag bei uns dann bei der Leger-Show laufen wird. Und die ganze Woche ist eigentlich komplett voll und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. In dem Zustand, in dem ich jetzt bin. Meine Stimmung ist heute Morgen echt schlimm. Das Wetter passt zur Stimmung. Ich könnte heulen. Und ich bin ja eigentlich jemand, der so voll viel Power und Kraft hat und so den Tag durchrockt mit 1000 Sachen. Und ich kann nichts machen. Das nervt mich so krass. Ich meine, ich bin happy, dass es gibt natürlich weitaus schlimmere Fälle, aber ich habe so Angst, weil irgendwie die nächsten Wochen so voll sind mit Arbeit, dass ich das nicht alles hinkriege. Oh, als Lena und ich das erste Mal gesprochen haben, als sie erkrankt ist, ging es eigentlich nur um Business. Lena hat so mit halber Stimme irgendwie eine ausgefragt, was gerade Sache ist, was gerade passiert. Da meinte ich auch irgendwann so, ey, einmal Handy aus und wir kümmern uns schon. So, es ist ja ein Team da, was das alles auffängt. Aber das schien nicht ganz einfach für sie zu sein. Ja, ich habe ja heute schon meinen Corona-Test zu Hause gemacht und jetzt bin ich bereit für Fitting und darf auch kommen, nachdem ja die letzten 3 Wochen eigentlich im Bett lag, bin ich jetzt aber eigentlich quasi vollständig back. Ja, mir geht's wieder gut, ich habe wieder Energie und habe auch vor allem mega Bock. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool am Sonntag. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir haben die Mädels ja alle irgendwie immer nur auf den Fotos gesehen, wie die so in Live und in Natura aussehen. Und ja, ist aber mal ein Fitting anders. Ne? Mir wurde schon gesagt, ich darf die Mädchen nicht anfassen. Also wir haben uns ja jetzt alle irgendwie auch die ganzen Wochen über gar nicht gesehen. Ne? Wir haben unsere Meetings, unsere Kollektionsmeetings, echt die meisten per Video gemacht. Ja, jetzt ist das wie so ein Klassentreffen. Nein, das ist immer ganz cool. Aber man darf sich nicht umarmen und das fehlt irgendwie tatsächlich. Ich finde es super mit der Cappy, ehrlich gesagt. Ja, ich liebe Cappy. Wir fanden es halt ganz cool, weil so ein bisschen 90. Ich finde sie nicht so, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise läuft eine Fashion-Show ja so ab. Man hat unglaublich viel Vorbereitung. Man fittet die Models, man schaut, okay, was zeigt man eigentlich von der Kollektion. Man entscheidet sich für einen Mood, für ein Set. Man hat total viele Leute am Set, die Models werden gebucht, die Musik wird ausgesucht. Man lädt ganz viele Blogger und Influencer ein, die ganze Presse ist da und hat ja so lange auf diesen Tag hingearbeitet, um endlich diese Kollektion an alle rauszuhauen und zu zeigen, was man wirklich gemacht hat die letzten Monate. Und dann ist der Moment da und die Blogger schreiben über dich und hauen es halt sofort raus. Und hinterher ja, gibt es dann noch eine große Aftershow-Party. Man feiert irgendwie die Kollektion, man feiert die Show.
Und in diesem Jahr war dann aber alles anders. Also nach unserem Fitting waren wir am nächsten Tag, habe ich hier die About You Opening Show mir angeschaut. Und gestern waren wir alle noch abends hier und haben das Set nochmal abgenommen, haben nochmal ins Set reingeschaut, wie ist es mit dem Sand, haben nochmal ein paar Sachen verändert. Und wir haben da dieses Monster-Set aufgefahren, irgendwie nachts da tonnenweise Sand reingekippt und hatten da unseren in so einen Catwalk im Sand. Und das war ja auch natürlich was ganz Neues. Hätten wir wahrscheinlich in der Art gar nicht so richtig umsetzen können, wenn da wirklich viel Publikum gewesen wäre. So dieses ganze Set im Prinzip war ein Mood von unserer Designerin Gloria, was dieses ganze Mood auch für die Kollektion war. Diese Zen-Inspiration wollten wir auch mit hier auf den Laufsteg bringen, deswegen ist unser Laufsteg voller Sand. Und es gibt natürlich einen eingefahrenen Weg. Der Weg sieht so aus, als wäre er auch Sand, aber er ist gar kein Sand. Es ist ein Teppich, der aussieht wie Sand und da ist nur so ein ganz bisschen Sand drüber. Damit man denkt, man läuft auf Sand, aber hätten wir da halt richtigen Sand, das hatten wir am Anfang, sieht man halt jede Fußspur natürlich. Und sobald da irgendwie drei Mädchen drüber gelaufen sind, sieht das aus wie ein großer Sandkasten und nicht mehr wie ein cooles Set. Ja, tatsächlich haben wir die erste Leger-Produktion so filmisch ohne Dustin gemacht. Er hat mich hängen lassen. Das wird der Trailer. Er hat mich hängen lassen. Nee, Dustin war tatsächlich schon auf einer anderen Produktion, hatte keine Zeit. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Regisseurin für unsere Leger Fashion Show gefunden, Katharina, die wirklich, glaube ich, auch sofort verstanden hat, was wir umsetzen wollen mit der Show, was unser Konzept war. Und ich meine, diese ganze Location ist natürlich wahnsinnig imposant, ne? Das Kraftwerk hier in Berlin mit den fetten Säulen. Wir haben echt auch eine super Regisseurin heute dabei, die Katharina. Ich hatte da auf jeden Fall am Anfang Respekt vor und war so ein bisschen unsicher, ob wir das schaffen, weil wir durften halt auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise in Verzug kommen, weil wir auch aus der Location raus mussten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber es war irgendwie die Herausforderung, alles innerhalb von 24 Stunden online zu stellen. Wir sind alle 1000-mal getestet worden. PCR-Test, Antigen-Test. Deswegen dürfen wir hier auch ohne Maske stehen als Einzige. Achso, ja. Ja? Machen wir eine Zufahrt auf Sie? Ja, finde ich super bei Ihnen. Eigentlich war die gesamte Leger-Show ja eine Live-Show, als Live-Show angesetzt. Und durch Corona konnte dann eben das Publikum nicht vor Ort sein. Und wir haben kurzfristig umkonzipiert zu einem visuellen oder filmischen Ansatz. Bis man anfangen kann zu schneiden, muss man erstmal das Material sichten, was eine gewisse Zeit dauert, um dann auch irgendwie zusammen mit Musik und im besten Fall Color Grading den fertigen Film zu präsentieren. Da liegen wahnsinnig viele Arbeitsschritte dazwischen, die Zeit brauchen und die hatten wir eigentlich gar nicht. Weil die Herausforderungen waren was ganz anderes. Es war kein Event, es war eine reine Produktion und auch was ganz Neues für uns. Ich glaube, es ist auch was ganz Neues für About You. Follow the path, it's very clear now. All cameras are rolling and go. That's it. Jetzt bin ich hier all by myself. Ich bin mega happy. Sah richtig, richtig gut aus. Es ging jetzt alles viel zu schnell. Aber ich bin sehr glücklich. Wir schneiden jetzt das Ganze über Nacht. Morgen früh um 7 muss ich meinen Wecker stellen und schaue mir den ersten Schnitt von dem Film an. Und dann müssen die ersten Änderungen durchgegeben werden und dann kommt das Color Grading morgen und dann ist es morgen Abend auch schon komplett fertig geschnitten und dann wird es hochgeladen. Deswegen, da ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich gehe jetzt schon mal sehr, sehr glücklich ins Bett. Gute Nacht. Die Show schon online und ich bin so krass, krass gespannt, was ihr zu der Show sagt.
bald in 10 Tagen einer Fernsehshow, wo ich gegen ein kleines Mädchen antreten muss. Und ich muss dieses Glas vollgefüllt mit Wasser auf meinem Kopf balancieren und es auf den Boden bekommen, ohne meine Hände dabei zu benutzen. Und dieses Kind ist wohl sehr begabt und sehr, wie sagt man, flexibel. Und ich nicht. Aber ich muss das jetzt innerhalb von 2 Minuten, was ich niemals schaffen werde, so viele Gläser, wie ich schaffe, irgendwie auf den Boden kriegen. Und los geht's! Aber es ging sau schnell schon. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Schnell, wo ist das zweite Glas? Du hast noch 1 Minute und 7. Oh mein Gott, wird voll. Wet T-Shirt Contest oder was? Nein, nicht die Hand benutzen. Oh, das ist wirklich Wet T-Shirt Contest. Also oben schon mal kein Weiß anziehen. Und jetzt noch mal was riskieren, die letzten Sekunden. Jawohl, das war noch da. Was man machen will. Wir schauen uns jetzt eine neue Immobilie an, denn wir ziehen um mit unserem Büro. Also unser Team, unser Kreativteam hier in Berlin bekommt ein neues Office. Ich habe noch nie wirklich ein Büro konzipiert. Ich wusste nicht so genau, wie viel Platz brauchen wir jetzt tatsächlich. Jetzt hat sich das ja auch viel mehr geformt. Wir wissen jetzt, wie groß unser Team sein wird. Wir wissen jetzt, dass wir dann doch innerhalb der letzten Wochen so rasant gewachsen sind irgendwie im Team, dass wir dann doch wieder mehr Platz brauchen. Ich glaube, das ist es. Aber der steht ja noch gar nicht. Hä? Das ist es, glaube ich. Also. Ohne ihn wird hier gar nichts laufen. Wie läuft's? Wie bitte? Wie läuft's? Ganz gut. Ja? Prima. Kommt ihr gut voran? Immer alle gut. Ja, ist alles okay. Ich musste den noch 2 Jahre und Rente und tschüss. Mein Traum, Büro Leger würde aussehen. Große, lichtdurchflutete Räume mit sehr, sehr, sehr viel Platz. Wir brauchen auf jeden Fall ein großes Storage für unsere ganzen Kollektionen. Und großzügig, würde ich sagen. Das wäre mein Traum. Man kommt sich natürlich schon ein bisschen wie in einem Aquarium hier drin vor, schätze ich mal, wenn die Riesenfenster hier erstmal drin sind. Und irgendwie fand ich das andere unten eigentlich so das ein bisschen verwinkelte, auch ganz schnuckelig, muss ich sagen. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, 5-mal neu überlegt, welche Räume wir jetzt nehmen und sind letztendlich ganz woanders gelandet. Also so von außen, wenn man ankommt, ist es natürlich geiler, das, weißt du so. Aber das ist, also ich finde es wichtiger, dass es fürs Team praktisch ist, als wenn ich jetzt einen schönen Glaskubus habe, aber der total unpraktisch ist. Ja. Ach ja, genau, das ist von unserer Leser-Show. Den haben wir schon mal gesehen. Wird alles verwertet. Ja. Weißt du, ist eben bei einer Immobilie das Allerwichtigste, wenn man reingeht, man muss es ja irgendwie fühlen. Das muss der Bau, ne? Ja. Und ja. Also sofort, als ich hier in den Innenhof reingekommen bin, habe ich eigentlich das nicht gespürt. Ja. Weil das ist mehr so Show-off und das ist mehr wirklich Arbeit und irgendwie passender. Ich würde noch einmal reingehen, ich habe da keine Fotos gemacht. Ja? Bitte, bitte, bitte. Ich bin ganz unsicher, ehrlich gesagt. Was würde da jetzt noch gemacht werden? Alles. Das ist noch gar nicht angekommen. Alles, da wird alles gemacht. Alles. Okay. Ich gebe mal die Karte. Ja, gerne. Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Oh Gott, ich kann sowas nicht entscheiden. Ich muss jetzt erstmal mit einem Mann sprechen. Ich muss jetzt erstmal mit Julian quatschen. Heute drehen wir unseren TVC, unseren Werbespot, und morgen shooten wir die neue Kampagne. Ja, also der Spot hatte natürlich die Herausforderung, dass man sehr viel in seinem Kopf vorher schon klarziehen musste, weil man am Set die finalen Bilder gar nicht gesehen hat. Wir haben vor Blau gedreht,
Das heißt, die Welt, in der wir uns bewegt haben, ist erst nachher im Computer entstanden. Das heißt, das war so eine kleine Herausforderung, wenn man so auf die Kamera guckt und die ganze Zeit nur blaue Bilder sieht. Aber am Ende ist es sehr gut geworden und wir hatten dann eine super Postproduktion, also die, die am Ende die Effekte umgesetzt hat. Und ja, ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Das Ganze, wie man sieht, wird total animiert, weil wir stehen nicht in einem hinterher blauen Raum, sondern wir sind in einem ja, beige-cremefarbigen Steingemisch und ich schwebe hinterher auf dieser ja, Moosinsel. Und alles wird so supernatural sein. Unser Thema ist Zen, deswegen auch der Sand. So ein bisschen wie bei der Fashion Show, da hatten wir auch diesen gehakten Zen-Garten-Sand. Oh, und ich muss heute wieder mit meinem Freund arbeiten. Er hat richtig gute Laune heute. Er hat auch noch eine Stunde geschlafen, deswegen ist er richtig muffelig. Guten Tag. Das ist wirklich die erste. Wirklich erst das erste gemeinsame Interview. Das stimmt. Wie rot du wirst. Guck mal, Julian, das ist richtig unangenehm, dieses Gespräch. Hier wird richtig rot. Ich finde das super. Also wir hatten auf jeden Fall schon einige Drehs zusammen und ich habe eigentlich das dann sofort eingespannt. Eigentlich gleich am Anfang, ne? Als wir uns kennengelernt haben. Weil mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass er ein ganz guter Regisseur ist. Ich glaube, was halt super positiv ist, ist, da ist halt totales Vertrauen zu 100%. Weil ich weiß, all das, was er macht, wird dem entsprechen, was ich mir vorstelle oder was ich auch cool finde, weil wir einfach den gleichen Geschmack haben. So. Und ich weiß, dass er jemand ist, der zu 100% von jedem Teammitglied ja, Leistung fordert und das Beste fordert und er das so lange macht, bis er genau das, den Schuss im Kasten hat, den er sich vorgestellt hat. Und das ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der halt auch so viel Hingabe hat, ne, zu seinem Job und auch dir, also mir ja auch dann hilft mit dem Brand irgendwie und das ja auch auf ein neues Level setzen kann irgendwie durch seine Arbeit. Das ist halt cool. Ist aber auch manchmal anstrengend. So viel Nettes hast du in so kurzer Zeit selten gesagt. Ja, ne? Es sind nicht die richtigen Outfits da. Ich mag das so nee, nicht. Nee, das sah mit dem anderen schon geiler aus. Das ist zu nackt. Also, der Morgen ist schon mal nicht so gut gestartet. Erster Fail. Wer auch immer diese Kiste mit den Outfits gepackt hat, hat sie falsch gepackt. Es gab zu diesem Outfit eigentlich ein weißes Tanktop, was ich auch bei der Légère Show getragen habe. Und ich wollte genau diesen Look auch für unseren TVC, weil ich einfach den Look total gerne mag und es stimmig fand und sehr passend. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber nicht so schlimm, in 5 Minuten habe ich es wieder vergessen, aber doof. Die Stimmung beim Zen-Dreh war mega angespannt. Ja, es hatte berufliche Gründe bei dir und ich glaube, ich war auch relativ busy zu der Zeit und wir waren beide irgendwie gestresst und dann ist halt die Stimmung auch mal nicht die beste und das merken dann, glaube ich, auch alle so ein bisschen am Set, ne? Du hattest in der Nacht irgendwie nur 1 Stunde geschlafen. Dann raubt natürlich auch das Kind einem den ein oder anderen Schlaf. Und diese Kette soll jetzt dazu? Ja, ich finde die super. Sagen, die Kette findest du gut auch? Alle meine Outfits, was soll die Scheiße? Bitte? Er sagt, er findet das Outfit scheiße. Habe ich auch gerade gehört, aber kann ich jetzt auch nicht mehr drauf. Na gut, nein, das Outfit ist ja schon festgelegt. Können wir den Regisseur noch wechseln? Ja, kannst du. Aber das hier, alles meine Idee, alles aus meinem Kopf, kannst du auch gleich alles wegnehmen. Ich unterwerfe mich in dieser Diskussion, weil ich finde es auch ohne Kette voll schön. Es gibt niemanden, der das letzte Wort hat. Eigentlich. Nee, nicht wirklich. Es riecht hier nach Fisch. Woher habt ihr denn Sand? Frisch von der Nordsee, oder? Ostsee, eher von Berlin aus. Ich habe das Gefühl, ich bin eingeengt. Ich möchte breiter stehen. Ich brauche mal Platz zwischen den Beinen. Das ist wie Quick Change. Haben wir. So, jetzt Outfit Change. Ja,
finde ich gut. Sieht halt nichts vom Outfit, aber finde ich gut. Ich finde, das passt so voll in den Zen-Mut rein, oder? Also mit Lena zu arbeiten ist super easy. Ich kenne sie, ich weiß, wie weit ich gehen kann, ich weiß, wie weit ich die Sache ausreizen kann, wie sehr ich sie pushen kann. Und kann es sogar, weil ich sie kenne, ein bisschen mehr als bei anderen, was wahrscheinlich nicht immer gut ist. Aber für mich als Regisseur ist es total gut, mit ihr zusammenzuarbeiten. Gib mir mal eine Milchkammer. Eine Milchkammer? Das waren zwei. Nein. Ja, also ich hätte Bock, das immer weiterzuentwickeln, ne? Dass man immer versucht, eine Schippe raufzupacken. Und halt immer Spots macht, die einfach cool sind und den letzten ein bisschen übertreffen. Ich schlafe gleich ein. Das ist alles so sennig. Wir nehmen was zum Einschlafen. Mir ist kalt. Mit Zen hast du das Thema, weil das ist genau, ja, genau das, was er schon immer mal machen wollte. Ja. Das ist genau sein Ding. Ruhige, entspannte. Ja, das war einfach mein Gefühl. Ich fand Zen nicht 100% passend. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir den Spot so gemacht haben, weil er mir sehr gut gefällt. Und ich finde, dass wir auch was Schönes da in der kurzen Zeit erschaffen konnten. Entdecke meine neue Zen-Collection. Exklusiv auf aboutyou.de. Immer mit kostenlosem Versand und Rückversand. Tag 2, Shooting heute. Es sieht ein bisschen dschungelig hier aus. Wird's aber nicht. Schokokuchen am Morgen, ich werde Kummer und Sorgen. Cola und Schokolade. Ganz schlimm gerade. 20 Minuten, gerade ab wie länger. Heute wird gehakt. Ja, muss kurz meditieren. Ja, tatsächlich haben wir einfach super viel Content produziert. Also das sollte es natürlich auch sein. Lena, check im Game. War auch schon mal die Shampoos, Lena. Kennt ihr die nicht noch? Ich hab gleich, den Namen habe ich von Joko Winterscheid bekommen. Lena macht sich's ab jetzt selbst, ne? Ja, warum schon was los? Tipp Nummer 6. So, wo muss die Wand noch gestrichen werden? Wie ist mein Maleranzug? Outfit Nummer 8. Sehr schöner Blick. Thank you. We made it. Wir sind fertig. Das heißt, wir haben jetzt unsere komplette Kampagne im Kasten. TVC, Fotos. Jetzt können wir alles raushauen. Ich glaube, in einem Monat droppen wir. Jetzt wird alles geschnitten. Das sind jetzt schon im Grading und im Schnitt. Und ja, und wir machen uns jetzt die nächsten Tage an die Fotoauswahl und dann haben wir es raus. And we hope you like it. Guten Morgen. Hallo. Na? Ja, wir sind jetzt in Hamburg. Wir holen jetzt mal, Julian holt uns ab. Also. Als wir vor 3 Jahren das erste Mal mit Lena zusammensaßen, also About You und Lena, hat Lena schon ganz klar gesagt, liebe About Youla, so, wenn ich was mit euch mache, dann think big irgendwie, dann muss es was Großes sein, dann ist es nicht die eine Collection, sondern ist es der Brand, der langfristig irgendwie bestehen bleiben soll. Ja, ja. Wir sind jetzt hier im About You Headquarter. Wir holen jetzt Tarek ab und dann geht's rüber zum Notar und heute wird's fix gemacht. Die GmbH-Gründung.
Hallo. 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 So, ja, wir sind ja alle getestet, oder? Ja, sowieso. Du bist ja eh safe. Also von mir könnt ihr es sicher kriegen. Bei mir ist es mit der Gründung eigentlich zufällig entstanden. Ich habe 13 meinen ersten Computer bekommen, dann angefangen, Computerspiele zu spielen, dann so eine Spielergruppe gegründet und wir mussten dann den Server finanzieren und brauchten dafür 5 Euro im Monat. Und dann habe ich also auf unserer Website Werbung eingebaut und plötzlich haben wir mit dieser Werbung 30 Euro im Monat verdient, also 25 mehr, als der Server gekostet hat. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Startschuss, habe dann immer mehr Webseiten aufgebaut, dann meinen ersten Online-Shop gestartet und mit 15 dann mein Gewerbe angemeldet, quasi offiziell gemacht. Ja, und seitdem bin ich selbstständig und war in meinem Leben keinen Tag angestellt. Heute ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tag. Wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Tage in meinem Leben. Könnte man schon so sagen. Also ich glaube, so eine eigene GmbH zu gründen hat psychologisch einen großen Effekt. Und insofern glaube ich, das macht ganz, ganz viel. Und es gibt dem Ganzen halt so eine ganz andere Identität quasi für die Leute, die daran arbeiten. Man hat ein eigenes Büro mit einem Klingelschild, mit einer Signatur, mit einer E-Mail-Adresse und. Das mag alles quasi gar nicht so relevant klingen, aber ich glaube, das ist psychologisch ziemlich relevant für Menschen. So eine eigene GmbH gibt dem Ganzen halt Identität und Zugehörigkeit für diejenigen, die daran arbeiten. Ehrlicherweise war er ja von Anfang an mein Plan, meine eigene Firma zu haben. Und heute ist der Tag gekommen, an dem ich die gründe. Dass sie jetzt so aussehen wird und mit so einem riesigen Partner, muss man ja auch mal sagen, hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Ich glaube, die gemeinsame GmbH von Lena und About You, also die Leger GmbH, gibt dem Ganzen eine Identität und Struktur. Und das Ganze jetzt einfach quasi mit Brief und Siegel nicht mehr nur in Anführungsstrichen eine Kooperation ist, sondern eine eigene Firma mit einer eigenen Vision und einer eigenen Identität. Das, glaube ich, ist extrem wichtig für den Erfolg, für den weiteren Erfolg quasi von der Marke Leger. Ich bin auch so glücklich, weil mir fällt jetzt auch so ein Riesenstein vom Herzen, weil wir einfach schon über ein Jahr jetzt daran rumgefeilt haben an den Verträgen und ich irgendwie gestern am Set noch last minute irgendwie Sachen abgenommen habe aus den Verträgen und so. Und 5. Februar, heute gründen wir endlich unsere Leger GmbH. Es ist soweit. Yeah. Ich werde heute Abend auf jeden Fall anstoßen zu Hause. Als Geschäftsführer hat man im Wesentlichen die Funktion, eine Richtung vorzugeben, einen roten Faden in die ganze Firma reinzukriegen, Menschen anzustellen, zu führen etc. Das macht Lena sehr gut und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt in den letzten Wochen sie da so ein bisschen sich auch reinfindet in ihre Rolle und das extrem gut ausfüllt. Komm los? Ja. Ja. Man weiß ja nicht, was Vollmacht hat und ansonsten ganz gut ausgesammelt. Es geht los, ja. Aber Tarek macht heute eine Ausnahme, aber eigentlich hat sie sich gar nicht mehr hier mit rein. Dieser Unterschrift beim Notar, dem geht ja eine Geschichte voraus, dem geht eine Verhandlung voraus und das ist vor allen Dingen, das ist so ein Moment, man hat so eine gemeinsame Vorstellung der Zukunft und das ist so der Startschuss, ja. Das ist halt quasi das ist ein bisschen im Beruflichen wie so eine Ehe, ja? Ja, ja. Dennis Schlappmann. Thomas Heid. Guten Tag. Jetzt sind wir ja doch gar nicht so eng. Recht schönen guten Tag, Axel Pfeiffer. Ja, wir sind zum Notar rein und es ist einfach total langweilig. Ist ja jetzt auch kein Termin, wo man sich wahnsinnig drauf freut, weil das ganz spannend ist, weil da ganz tolle Dinge erzählt werden, sondern da werden ja einfach die 1000 Verträge irgendwie stundenlang runtergerattert. Irgendwie hat ja keiner wirklich Bock drauf, wenn man ehrlich ist. Man freut sich aber trotzdem einfach hinterher auf den Handschlag und auf die Unterschrift. Aber es ist jetzt kein spannender Termin, nein. Ja, alles ist vorbereitet. Das ist ja selbst. 28. Januar 2021, Nummer 2621. Meine Opernrolle für die Gesellschaft About You GmbH, Domstraße 10, Hamburg. Ich bin Sitz in Hamburg, Altermaßriss, Antrieb, Hamburg unter HP, noch abkürzen. Dies ist mein Wort. Okay, ich habe den Also ich habe mich gerade gefragt, ob Sie abends noch Lust haben zu quatschen. Können Sie so nach Hause kommen und wahrscheinlich nicht so. Eine sehr schöne Unterschrift. Man kann nichts lesen.
Das war ein starker Moment, so. Das war cool, weil das war etwas, was so in Lenas Kopf entstanden ist, wo sie mich schnell ins Boot gezogen hat, wo wir uns alle sehr abgeackert haben, dass die Marke da jetzt steht, wo sie ist. Dann ist das ein kleiner Ritterschlag, wenn man sagt, hey, diese Marke, die kriegt jetzt die Stützräder ab, ne, die About You Stützräder und fährt alleine und wird eine eigenständige Fashion Brand. So, das ist cool. Das ist schön zu sehen. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Oh nein. Yeah! Ist ja auch PR. Ja, wer hätte gedacht, dass aus 5 Christmas-Wettern mal eine Marke wird, die in 23 Ländern vertrieben wird, die auf der tschechischen Vogue ist, wo wahrscheinlich die Menschen nicht mal richtig Lena Gerke aussprechen können und die von so krass vielen Menschen abgefeiert wird und getragen wird. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, eine tolle Zukunft miteinander, jetzt hier auch geschäftlich und mit der gemeinsamen Marke möge das alles fantastische Ergebnisse bringen. Auf die Idee! Cheers! 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 We've made it! Ja, 3 Jahre Geschäftsbeziehung, 1 Jahr Verhandlung, um dann endlich beim Notar zu sitzen und das ganze Ding zu unterschreiben. Und ich hoffe natürlich, dass wir in 10 Jahren da sitzen werden und zurückblicken und uns immer noch darüber freuen und es weiterhin für eine gute Idee halten. Ich bin total betrunken. Angetrunken ist untertrieben. Ich bin irgendwie richtig besoffen. Ich fühle mich richtig besoffen. Jetzt würde ich alles unterschreiben. Ja, sehr gut.